Hallöchen und herzlich willkommen. Ihr fragt euch sicherlich, warum in letzter Zeit weniger Videos kamen. Zum einen, ihr hört es vielleicht an meiner Stimme, ich bin ein bisschen angeschlagen. Aber dieses kleine Infovideo möchte ich euch jetzt noch geben. Warum kamen weniger Videos? Nun, ganz einfach, es ist jetzt wieder so ein Mischung aus Motivationsverlust, genau. Und ich habe aktuell weniger Zeit. Hat jetzt nicht mal was mit Arbeit oder Schule zu tun, sondern einfach, ich habe aktuell mehr Bock, was anderes zu machen. Ich denke mal, das ist verständlich. Ja, und aktuell bin ich ja gerade am was machen, sag ich mal, so im Hintergrund, was ihr vielleicht nur ganz geringfügig mitkriegt. Einige meiner YouTube-Freunde wissen darüber eh Bescheid, weil sie darin involviert sind. Und da kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Wie sieht es eigentlich in der Zukunft aus? Nun, bis Ende Mai wird nichts weiteres kommen, außer eventuell ein Angespiel, was ich gedreht habe. Aber eigentlich hatte ich vor, den Monat Mai so erstmal Pause zu machen. Und im Anfang Juni, ihr werdet dann am 1. Juni ein Video sehen, was euch quasi wie ein Trailer mehr oder weniger ankündigt, was dann ab Juni kommen wird. Und da wird ein ganz neues, großes Format auf meinem Kanal kommen. Und deswegen habe ich jetzt die letzten Wochen weniger Videos gemacht, also weniger Let's Play-Folgen, weil ich eben viel für dieses große Format Zeit und auch Geduld und alles investiert habe. Also das war wirklich sehr aufwendig. Und ja, wenn das große Format dann am Start ist, werden die Let's Play-Folgen rege kommen. Also die Let's Play-Folgen Pokémon Blattgrüne Edition Randomizer Weddock Challenge, Dragon Quest und Pokémon Mystery Dungeon, genau. Scheiße. Also die drei werden dann auf jeden Fall weitergeführt. Also ich beende nichts einfach so ohne Grund. Die werden weitergeführt. Nur wird dann vielleicht wahrscheinlich nur ein Video die Woche dazu kommen und das auch nicht von allen drei Let's Plays. Wahrscheinlich werde ich ein bisschen häufiger den Fokus auf Dragon Quest 9 legen, damit ich das Let's Play dann mal durch habe. Dann in der nächsten Reihenfolge wäre Pokémon Blattgrüne Edition und dann Mystery Dungeon. Also Mystery Dungeon wird relativ selten kommen. Sollte aber kein Problem sein, da, ja, müsst ihr halt mit klarkommen, ne? Aber das große neue Format, das ab Juni kommen wird, das dürfte einigen Pokémon-Fans schon interessant werden. Also, da bin ich mal sehr gespannt, wie das bei so euch ankommen wird. Ich hoffe, ihr werdet da viel Spaß haben. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass die letzten Wochen jetzt nicht so viel Aktivität auf meinem Kanal war. Auch wenn ich mich immer angestrengt habe. Und ja, mehr habe ich nicht zu sagen. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Freitag, ein schönes Wochenende. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns und hören uns. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, liebe Freunde. Ciao.